So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich habe jetzt doch einen neuen Aufnahmestopp gemacht und setze das jetzt an einem anderen Tag fort. Die Hunger Games sind soweit draußen, das heißt, der zweite Part ist draußen. Dazu müsste ich auch noch was sagen. Da es doch sehr viel Kritik dazu gab, unter anderem bezüglich Strategien bereitlegen und ähnliches. Ich sag mal so, das war soweit nicht verboten. Die Map stand 2 Wochen vorher fest, eigentlich schon, als ich das Ganze irgendwie versucht habe abzuklären und eigentlich hätte sich da jeder eigentlich schon eine Strategie zurechtlegen können. Die Map war frei zum Download, also die konnte man sich einfach so runterziehen auf der Seite und da hätte man eigentlich das schon im Voraus mal anschauen können. Ich sag mal so, ich habe jetzt die Map zufälligerweise schon gehabt, weil ich den Trailer gedreht hatte. Da war ich halt zufällig drin, hab nochmal nachgeschaut. Ich glaube, von allein wäre ich da auch nicht drauf gegangen. Im Nachhinein ist es jetzt immer so ein bisschen zwiegespaltig zu betrachten. Also falls es, ich sag mal so, von anderen jetzt wirklich so unfair angesehen wurde, dann muss ich mich vielleicht doch dafür entschuldigen, weil das war eigentlich nicht so geplant. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich das Projekt dann wirklich, oder wenn wir das durchführen, dass das eigentlich noch mehrere Leute machen, sich die Map ein bisschen anschauen und ein bisschen Strategie zurechtlegen. Ich meine, das ist ja eine öffentliche PvP-Map. Es hätte ja auch mal sein können, dass schon einer von denen, die schon mal gespielt hätte, oder mehrere, das wusste ich jetzt genauso wenig. Ich habe einfach nur vorgeschlagen, wie sieht's aus, hättet ihr Lust? Und dann habe ich rumgeschickt und die dabei waren, waren halt dann mit dabei. Ich konnte nicht abschätzen, wie sich die anderen darauf vorbereiten. Also habe ich gedacht, okay, gucken wir mal, jetzt die Frage, rennst du in die Mitte oder rennst du nicht in die Mitte? Ich muss sagen, ich habe meine Strategie noch in der letzten Nacht noch geändert. Ich habe mir so am Vorabend überlegt, pass mal auf, morgen wollen wir dann aufnehmen. Wie sieht's denn aus? Rennst du jetzt in die Mitte oder rennst du nicht in die Mitte? Weil eigentlich hatte ich ursprünglich vorgehabt, nicht in die Mitte zu rennen. Sondern ich wollte mich auch einfach gleich verziehen, so wie alle anderen. Aber dann habe ich habe die Hunger Games Map ja auch bei einem anderen YouTuber gesehen, bei einem englischen YouTuber, und zwar bei Vareide. Und ich habe mir das einfach mal nicht Vareide war das. Von Vareide ist die Map, von Ant-Venom war die, habe ich das gesehen, Ant-Venom von den amerikanischen, die haben ja auch in einer Truppe das mal durchgemacht. Und da ist mir eingefallen, Moment mal, der hat das doch auch gewonnen und ist am Anfang einfach reingerannt, hat sich am Anfang gleich die besten Sachen geholt und dann war die Sache schon geritzt. Habe ich mir gedacht, pass mal auf, jetzt hast du die Möglichkeit, rennst du rein, wer weiß, wie viele da noch reinrennen und wer weiß, wie das Ganze dann endet. Für mich hätte es ja genauso schlecht enden können wie sonst was. Ich bin halt reingejumpt, hab mir das Zeug geholt und hab mich dann gleich verzogen und der Luca ist dann halt vor mir rumgelaufen. Ich meine, was will man in der Situation machen, ne? Der läuft halt dann gerade vor mir rum, wir kommen gerade vom Spawn, ich hab dann schön das Zeug eingesammelt, hab gerade ein Schwert in der Hand und der hüpft vor mir einfach so weg. Ne? Und was willst du da machen? Es ist eine PvP-Map, jeder gegen jeden, und dann habe ich halt gedacht, naja, wenn du ihn jetzt raushaust, dann kommt er dir später vielleicht nicht in die Quere und dann, ja, ne? Und so. Wie es ausgegangen ist, würde ich jetzt gerne noch nicht sagen, da die nächste Folge, glaube ich, noch ein bisschen hin ist. Ich wollte die am Donnerstag rausbringen, heute müsste Dienstag sein, wenn ich das recht bedenke. Eigentlich sollten wir sie auch alle 2 Tage nur rausbringen, aber das mit dem Uploaden ging dann ein kleines bisschen durcheinander von vielen und deshalb ist es auf einigen Kanälen schon öffentlich, wer praktisch gewonnen hat und wer nicht gewonnen hat und ein dramatisches Ende hingelegt hat, aber mehr sage ich nicht. Jedenfalls war das dann doch nicht so ganz geplant. Wir wollten das eigentlich schon so, jetzt nicht runterfallen, machen, dass wir das alle 2 Tage hochladen, aber bei einigen war es ja dann so, wegen Upload und so, dass man einfach gleich komplett das Ganze in einem Part hochlädt und da hat man weniger Probleme. Ich weiß, wie es von Upload-Zeiten her geht. Ich wollte es halt jetzt in Parts machen. Fand ich persönlich ein bisschen besser, damit erstens die Spannung auch ein bisschen bleibt. Man weiß ja nie, wie es ausgeht. Wenn es in einem Part raushaust, dann denkt man sich, schon vorbei. Aber so zieht sich das vielleicht doch ein kleines bisschen, aber letzten Endes war es dann doch so, dass, das Ganze jetzt eigentlich schon feststeht. Wie gesagt, der nächste Part aus meiner Sicht, der kommt dann, soweit ist alles ausgeleuchtet hier, oder? Am Donnerstag, den, ich könnte mal hier hochgehen nochmal, oder versuchen nochmal hochzugehen, obwohl hier ist nur Eisen. Donnerstag, der wie viel 20. ist das eigentlich? Ja, egal, diesen Donnerstag. Wenn ihr die Folge seht, könnt ihr einfach 2 Tage draufrechnen, weil er Dienstag ist, und dann wisst ihr genau, wann die nächste Folge kommt. So. Spitzhacke kaputt schon? Lol. Das ist jetzt mal echt hart. Ich habe gedacht, oh, ich glaube, ich bräuchte mal wieder eine Crafting-Box. Ich habe, glaube ich, irgendwo eine rumstehen, aber ja, komm hier, mach ich einfach alles nochmal komplett zu.
Ja, das war jedenfalls das Ganze zu dem Projekt. Ich habe auch schon erwähnt, dann am Ende des dritten Parts oder wird er noch kommen. Bezüglich Feedback könnt ihr auch gerne hier schreiben, wie ihr das Projekt an sich fandet. War das interessant? Fand ihr das äußerst gut oder würdet ihr sagen, ja, war mal schön, aber ne, das braucht er nicht nochmal machen. Ne. Ah, das war zwischendrin so langweilig, Spark, du, das. Ne, mach das bloß nicht mehr. Also einfach so ein bisschen Feedback, so eine Art, dann hinterlassen. Wie immer der Feedback und dann gucken wir mal. Wir haben eigentlich vor, sowas eine Art nochmal zu machen. So ist es ja nicht. Also das hat eigentlich schon ziemlich gebockt. Auch wenn es dann vielleicht doch relativ einseitig war, jetzt im Nachhinein so bedacht. Ich habe ja massig Kommentare durchgelesen und ich überlege gerade, was ich machen werde. Und dann war es letzten Endes halt so. Also die viele, oder eigentlich fanden es alle geil, aber dann hieß es dann mittendrin halt unfair wegen Vorbereiten. Aber wie gesagt, das war dann immer so ein bisschen. Naja, eigentlich schon so mit drin, dass man sich vorbereiten konnte, wenn man eigentlich da ein bisschen dran gedacht hat oder so. Aber naja, gut, da will ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Falls es dann doch vom Gefühl her, sage ich jetzt einfach mal, unfair war, dann würde ich mich eigentlich schon fast dafür entschuldigen, obwohl das war eigentlich so geplant. Jeder konnte die, egal, gut. So, jetzt ist es eh rum. Jedenfalls das nächste Mal würde ich schon gleich von allen verlangen, dass sie sich informieren. Weil ich persönlich finde es dann doch ein bisschen besser, wenn man die Map schon ein klein wenig kennt. Es ist ja eine PvP-Map und damit man sich Strategien zurechtlegen kann, Fights, damit man planen kann, damit man hinterlistige Sachen planen kann, so nach dem Motto, und die Gegend ein bisschen kennt, finde ich es eigentlich schon besser, wenn man das voraus ein bisschen weiß. Und es ist, ich brauche ein bisschen Gravel abkommen, wenn ich schon mal hier bin, ich brauche eh noch was für Dingensen und ich muss auf die Kohle warten. Das fände ich eigentlich schon besser bei so einer PvP-Map. Weil wenn man dann verpeilt durch die Gegend läuft, dann kann es sein, dass es sich zu sehr in die Länge zieht, ohne dass wirklich viele Ergebnisse kommen. Das befürchte ich dann eher. Deshalb ist Vorausplanen dann doch, glaube ich, besser. Wenn dann gleich das nächste Mal, werden übrigens, wenn dann die Survival Games 1 Map spielen, oder alternativ Minecraft Dota, weil das von jemandem nochmal vorgeschlagen wurde. Shuffle hat, glaube ich, die Idee gehabt und wollte das unbedingt machen. Und noch jemand anders auch. Ich glaube, Dena MC wollte das auch noch machen, hat er mich angeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war oder was, Space Marine. Irgendeiner war es noch. Jedenfalls, Shuffle hatte dann vorgeschlagen, dass wir ja, Minecraft Dota machen. Ich kenne es an sich so noch nicht. Ich habe einen Trailer gesehen, aber sah gar nicht so schlecht aus. Da hätte ich auch Lust drauf. Ich habe dann mal so ganz flapsig gesagt, wisst ihr was, Jungs, wir machen einfach beides. Wäre ich sogar auch dafür. Mal gucken, welchen Zeitabständen. Wir lassen jetzt nochmal, was weiß ich, ein, zwei Wochen vorbei und dann gucken wir nochmal, setzen uns nochmal zusammen und nehmen das Ganze auf. Vielleicht das nächste Mal auch mit GLP. Dieses Mal war er nicht dabei. Hatten wir eigentlich mit eingeplant. Die Beater wollte ihn mitnehmen, aber der war dann noch ein bisschen schlafen und dann, naja, Aufnahme verpennt und dann mussten wir halt ohne aufnehmen, so in Anführungszeichen. Aber das kenne ich. Ich hätte auch bis mittags gepennt, wenn ich da jetzt nichts unbedingt Dringendes vorgehabt hätte. Ich hätte dann wahrscheinlich dann auch so lange geschlafen. Also wir haben relativ früh dann aufgenommen und naja, vielleicht, also das nächste Mal vielleicht dabei. Fände ich extrem cool, wenn das klappen würde. Müssen wir dann mal schauen. Und, ach, ich habe ja keinen Spitzhacke mehr. Verdammt, das stimmt ja. Und ja, das wäre jedenfalls so der Vorschlag. Wie gesagt, Feedback bitte jetzt in die Kommentare vielleicht oder unter einem Hunger Games Part im letzten vielleicht, wo ich sowieso nach Feedback frage. Ihr könnt sagen, ihr könnt auch noch Tipps geben, was man vielleicht für die Zukunft umsetzen kann. So ist ja nicht, wir sitzen jetzt nicht hier und sagen, nö, wir machen das so und so, sondern das ist noch sehr ausbaufähig und das tue ich auch gerne mal raus. Also da könnte man noch einiges dran basteln, so, ne? Puh, und dann gehe ich mal ganz kurz hier hoch und guck mal wegen der Kohle. Oder ne, wegen dem Eisen, so rum, sorry. Eisen. Gunpowder raus. Dann Sticks machen. Und Eisen, Spitzhacke, am besten gleich zwei oder eine. Komm, ich mach zwei, so. Die Knochen raus und der Zombiefleisch raus. So, und die Stickies, die tue ich mal da in die Erde raus. Gut, ich müsste eigentlich noch Eisen einsammeln können, Kohle auch noch ein bisschen was und dann, ja. So. Ich muss aber doch bald wieder rausgehen. Leider muss ich doch bald wieder rausgehen. Ich sammle noch ein bisschen Zeug ein. Ich habe mein Inventar schon wieder proppenvoll, sage ich jetzt mal. Ich kann nicht mal mehr Redstone aufsammeln. Bin gerade überlegen. Nein, kein Zombiefleisch. Auch keine Erde. Auch keine Knochen. Oh. So. Ja, ob ich nicht wieder mal den Backpack-Mod übrigens hole, weil der war dann doch ganz nützlich und ich renne immer wieder so wie so ein Inventory-Messi rum, das ist irgendwie keine Ahnung warum, ich brauche mehr Platz. I need more space, um es so auszudrücken und ich nehme gerade, warum nehme ich ihn gerade mit 60 FPS auf, habe ich so hoch eingestellt? Ich glaube für den Trailer habe ich so hoch eingestellt, guck mal hier, mega, oh, übelst flüssig jetzt, okay, ist mit eh auf 30 runtergerendert, aber naja, also jetzt kann gar nichts mehr hängen.
So. Dann, also 60 ist viel. Okay. Ich glaube übrigens, die Folge ist gleich schon voll. Da muss ich einen Aufnahmestopp machen. Ich nehme mal ganz schnell das Eisen mit. Und wir wollten noch... sorry, ich habe es leider nicht angesprochen. Wir wollten über... Fackel abgeschlagen, leider wieder. Wir wollten über... Ja, schon wieder nicht aufnehmen. Wir wollten über... Kommt das Level raus. Wir wollten über Creeper als Pokémon reden und warum Pokémon eigentlich eher eine Kinderserie ist, obwohl es eigentlich ein Anime ist, so wie ich das recht mitbekommen habe. Das kann ich, wie gesagt, dann jetzt in der nächsten Folge erzählen. Dazu stelle ich mich hier hin und wir erkunden gleich weiter mal diesen Ast der Höhle. Ich sage Tschüssen, bis zur nächsten Folge.